Klartext aus dem Landtag, die Blaue Runde, der Politik-Podcast aus Potsdam. Und in dieser Blauen Runde sagen wir mal wieder herzlich willkommen, schön, dass er da ist, schön, dass du da bist. Der Abgeordnete Lars Hünig ist da. Hallo Lars. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wenn ich gerne wo irgendwo hingehe, dann bei dir, mein lieber Detlef. Och, und wenn wir jemanden wirklich gerne hier bei uns in dieser Blauen Runde willkommen heißen, dann immer dich. Und alle anderen Abgeordneten der AfD-Fraktion, bevor irgendjemand traurig ist, das müssen wir dazu sagen. Lars, ja, genau. Wir reden über eine total schöne Geschichte, die in der vergangenen Woche im Brandenburger Landtag in der AfD-Fraktion stattgefunden hat. Wie nennen wir das Ganze? Das war eine Podiumsdiskussion? Genau, das war der Auftakt zu den, wir hatten das in der letzten Legislaturperiode mal, diese sogenannten Potsdamer Gespräche, dass man, also der Hintergrund war, dass man gesagt hat, wir wollen unsere Inhalte verbreiten, aber wir wollen auch gerne andere Leute einladen, wir wollen sehr gerne mit anderen diskutieren über gewisse gesellschaftspolitische Sachen oder. So, und das haben wir jetzt gedacht, okay, das wird man gerne wieder reaktivieren. Das heißt, ich war der Moderator, habe quasi eingeladen zu einem Runden, Gesprächsrunde, Podiumsdiskussion, Gesprächsrunde, aber auch mit den Gästen. Ne? Also, ja. Bevor wir uns genau anschauen, wer alles mit dabei war, erstmal das Thema, Lars. Das Thema war, wirkt Straßenprotest? Du hast dazu eingeladen, was macht dich zum Experten? Ja, also ich bin seit 2014 quasi ja mit auf der Straße, wenn wir uns noch erinnern an Pegida. Und ich bin ein Zuschauer und Mitläufer und ein Mitgestalter von vielen Sachen, habe selber auch für meine AfD ganz viele Sachen organisiert. Und seit 2021, seit Dezember 2021 quasi montags immer auf der Straße. Und da lernt man einen Haufen Leute kennen. Und das, was ich immer gesagt habe, ich bin gewählter Abgeordneter. Und als gewählter Abgeordneter ist mir das egal, wie jemand denkt. Und ich mache mir ja nicht immer jede Meinung zu eigen, aber ich möchte mich gerne mit den Leuten unterhalten. Und dann unterhalte ich mich tatsächlich auf solchen Spaziergängen oder Demonstrationen oder Kundgebungen immer mit ganz vielen Leuten und auch politisch. Und daraus resultierend habe ich gesagt, okay, ich lade ganz gerne mal Leute ein. Und das macht mich zumindest zu jemandem, der ganz viele Leute aus diesem Bereich kennt. Und jetzt wollten wir eben gerne diskutieren, und das ist ja das Hauptthema, ist Straßenprotest schon politisch oder macht man damit Politik oder wie kann man besser Politik gestalten? Ne? Das war das Hauptthema. Und war super. Also es war eine runde Sache aus meiner Sicht. Wer war denn dabei in dieser Runde? Bringen wir uns mal ganz kurz auf den aktuellen Stand. Lars Hünig für die AfD-Fraktion. Du warst nicht alleine für die Fraktion da? Nein, genau. Also wir hatten einmal den Tamir. Das ist der Organisator der Demonstrationen montags in Königs Wusterhausen. Der macht das super und sehr eloquent. Also wirklich eine ganz tolle Sache da. Da bin ich mal gewesen mit 25 Leuten. Ich war schon mit 1000 Leuten da. Ich war mit 300 Leuten da. Und das ist immer irgendwie bewegend, weil es gut organisiert ist und weil es auch wirklich gute Leute unterwegs sind da. Dann war gewesen der Markus Fuchs aus Dresden. Der Markus Fuchs ist einer der Mitbegründer von Querdenken, vor allen Dingen Querdenken Dresden ist von ihm, der ganz viele Sachen gemacht hat. Also Querdenken ist ja ein Begriff durch Michael Ballweg und der aber selber noch einen Haufen Sachen macht. Da ist das Gesundheitswesen in Dresden, die auch Demonstrationen machen oder selbst unsere AfD hat da Demonstrationen gemacht, wo auch Markus mitgewirkt hat. Oder auf der Prager Straße sind montags quasi Kundgebungen gewesen, die also Informationen ausgetauscht haben. Also wo es ehrlicherweise nur darum ging, dass man die Leute, die vorbeilaufen auf der Prager Straße in Dresden, dass man die mit Informationen versorgt. Dann war eine Stefanie Zumakajewa da. Und unsere Stefanie hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Politiker müssen haften. Stefanie ist jemand, die auch in Deutschland steht auf, organisiert ist. Das ist quasi die Stiftung, die haben in Magdeburg und auch in Berlin diese riesengroßen Demos gemacht mit. Aus meiner Sicht sehr erfolgreich, manchmal nicht unumstritten, wie es immer so ist, wenn jemand erfolgreich ist, dann gibt es auch Leute, die was dagegen haben, aber auch das ist uns egal, weil da ganz viel gelaufen ist, aber hauptsächlich ihr Buch war aus meiner Sicht interessant, weil es eine gute Diskussionsgrundlage ist im Sinne von, was kann denn eine Politikerhaftung machen und wie kann sie funktionieren und bringt das was? Und dann war unser Dr. Christoph Berndt mit dabei, das ist ja unser Fraktionsvorsitzender. Jetzt kann man sagen, schon wieder AfD. Na, aber die Situation ist, der Dr. Christoph Berndt hat ja mal diese Zukunft-Heimat-Geschichte ins Leben gerufen.
Auf jeden Fall, ja. Also eine Vorfeldorganisation gehabt, also eine Bürgerinitiative, die sich gewehrt hat gegen Asyl. Und das heißt, der kommt komplett aus dieser Bürgerbewegung und aus dieser Bürgerinitiative. Die haben Radwege gemacht, also nicht selber Radwege gemacht, sondern haben der Bürgerinitiative für einen Radweg gemacht, dass der gebaut wird. Also der kennt sich da aus und eigentlich war das super, weil das nämlich genau das beste Beispiel ist, dass Bürger- und Straßenprotest, dass der politisch ist. Ja. Nun geht ihr alle am Montag auf die Straße, protestiert ihr, ich frage jetzt mal so ein bisschen doof, für denjenigen, der damit noch überhaupt keinen Kontakt hatte. Protestiert ihr für irgendetwas? Protestiert ihr gegen irgendetwas? Protestiert ihr immer für das Gleiche? Oder wechselt das unter den unterschiedlichen Demonstrationen, Personen oder Veranstaltungen? Klär uns mal ein bisschen auf. Was ist denn momentan so die treibende Kraft? Was bewegt diese Montagsdemonstrationen überall im Land? Ja, also vor allen Dingen geht man für etwas auf die Straße und das ist ja, wenn man, das hat man vielleicht schon mal gehört, das sind immer die drei gleichen Forderungen für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Der Hintergrund ist natürlich, dass man 2020 ja mit den Corona-Maßnahmen quasi die Grundrechte, die Freiheitsrechte, die man hatte, eingeschränkt hat. Ob das der Maskenzwang war, ob das ein Impfzwang oder, also das war ja schon mehr oder weniger Zwang. Es war zwar freiwillig in einigen Fällen, aber eben doch schon sehr, sehr, sehr gezwungen aufgrund der öffentlichen Meinung und diese ganzen Sachen. Oder erinnern wir uns an die Schulen und dergleichen. Also diese Sachen hat man da gesagt, okay, das reicht uns, das wollen wir nicht, das ist falsch, das geht so nicht, zumal man ja relativ zeitnah damals mitbekommen hat, dass kritische Wissenschaftler ausgegrenzt wurden. Und ich sage mal, Ausgrenzung ist noch ein nettes Wort, weil wenn die nur ausgegrenzt worden wären, wäre das unter Umständen vielleicht noch gegangen, aber einige haben ihren Job verloren, also einige haben echt viel riskiert. Und daran haben die Leute gesagt, gab Schluss aus Feierabend. Das war auch das, was der Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken, wollte. Der wollte quasi einen Diskursraum, einen Debattenraum im Sinne von, wir brauchen mehr Freiheit, wir brauchen mehr Demokratie. Das ist eigentlich so das Hauptthema. Und das hat sich bis heute fortgesetzt. Und dieses Frieden und Freiheit ist ja in der heutigen Zeit nochmal genauso wichtig, nämlich mit den Kriegen, die es heute gibt, ob das in Russland, Ukraine ist oder ob das in Israel und Palästina ist. Also da ist ja etwas in Gang gesetzt worden, weltgeschichtlich, wo man sagt, Mensch, das klingt alles irgendwie nicht wirklich gut. Und wir in Deutschland sagen, wir haben eine gewisse Verantwortung, wir wollen keine Waffenlieferung und wir wollen vor allen Dingen als Deutsche wahrgenommen werden. Und als Deutsche haben wir mit unserer Verantwortung eine diplomatische Rolle einzunehmen, aber keine kriegerische. Und das tun wir teilweise. Und diese ganzen Geschichten spielen da alle mit rein. Aber ja, na klar, es ändert sich auch. Es ist also es ist logischerweise, dass einige mehr Forderungen haben und sagen, wir brauchen eine bessere Aufarbeitung der Corona-Diktatur. Wir brauchen mehr Basisdemokratie und alles sowas. Ne? So, und ich sag mal, das hat sich entwickelt von 2020 zu heute, dass man 2020 hat man gesagt, wir wollen diese Maßnahmen nicht. Also wir wollen mehr Freiheit, wir wollen mehr Demokratie, ne? Und also das alles die Selbstbestimmung. Ich kann selber bestimmen, ob ich mich schütze oder nicht, ne? So. Und irgendwann ist das gekippt in, wir wollen nicht die Maßnahmen weghaben, sondern wir stellen fest, dass dieser Staat etwas Totalitäres an sich hat. Und wir wollen ganz gerne etwas Neues. Und das ist im Westen wie im Osten das Gleiche, dass man sagt, also das erinnert so ein bisschen an 89, an die Wende. Da wollte man ja auch eine demokratischere DDR. Man wollte auch Reisefreiheit, aber man wollte eine demokratischere DDR, man wollte eine bessere DDR. Ne? Also das mehr Freiheit für sich selber. Das ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, dasselbe. Nur, dass wir die Reisefreiheit heute mehr oder weniger haben, wer Geld hat. Und das hat sich geändert, dass man sagt, wir wollen nicht mehr zu 2019 zurück, vor die Corona-Pandemie, sondern wir wollen jetzt etwas Neues, etwas Besseres. Und das macht mich eigentlich so hoffnungsvoll, dass es eben gesamtdeutsch ist. Das klingt so ein bisschen nach gesamtdeutscher Wende. Das heißt nicht, dass morgen alles purzelt, aber das wird noch ein weiter Weg sein und auch vielleicht noch ein steinischer, aber es verbindet tatsächlich. Und ich habe am 3. Oktober bei einer Deutschland steht auf Demo in Berlin geredet und habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich einen Tag der deutschen Einheit mitbegehen durfte, der ein Tag der deutschen Einheit war. Weil nämlich alle, die da auf dem Platz waren, ob Ossis oder Wessis, eins inne hatten, nämlich zu sagen, wir wollen mehr Demokratie, wir wollen mehr Freiheit, wir wollen mehr Selbstbestimmung.
Und das war cool. Und das ist genau das, was diese Bewegung ausmacht. Und das ist eben das Thema. Jetzt muss diese Bewegung sich politisch engagieren, aus meiner Sicht, ne? Da kommen wir gleich drauf. Vorher nochmal für mich eine Verständnisfrage. Jetzt haben ja auf dem Podium ganz viele Leute gesessen, die ihre Erfahrungen gemacht haben mit dem Straßenprotest, die zum Teil ihre Wurzeln haben im Straßenprotest. Ist denn das auch eine kontroverse Diskussion gewesen oder habt ihr euch jetzt ein bisschen provokativ gefragt? Habt ihr euch alle gegenseitig auf die Schulter geklopft und gesagt, das funktioniert gut da draußen auf der Straße, oder gab es tatsächlich auch ein bisschen unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Meinungen? Ja, über was man sich tatsächlich einig war, und das war ja das, was ich draußen auf der Straße nicht immer so wahrgenommen habe, aber über was man sich so einig war die letzten 3 Jahre, ist, dass man gesagt hat, also Straßenprotest ist urdemokratisch, weil das ist Demokratie, und Straßenprotest ist politisch. So, die Kontroverse ist dann entstanden im Sinne von, wie setzt man das denn durch? Also macht man das, indem man weiter auf die Straße geht, oder macht man das, indem man einen roten Tisch fordert, oder macht man das, indem jetzt alle, die im Straßenprotest sind, in die Kommunalpolitik gehen, was ja auch ein Riesenthema sein kann. Also das war dann schon etwas kontroverser, und auch das Thema Politikerhaftung war etwas kontroverser, dass man dann überlegt hat, ja, die einen sagen, Politikerhaftung bedeutet, wir müssen die morgen verhaften, und der andere, das war eben der Ansatz aus dem Buch, Politiker müssen haften, ist eben, dass man sagt, man kann sich als Politiker mit der Haftung freikaufen im Sinne von, ich sag mal, ich bin jetzt Bürgermeister und jetzt entscheide ich über den Verkauf der Stadtwerke zum Beispiel. Wenn das schief geht, da hafte ich dafür. Da muss ich zurücktreten, muss unter Umständen Schadenersatzforderung oder wie auch gleichen. Wenn ich das aber nicht will, muss ich mein Parlament fragen. Dann kann ich also einen demokratischen Schritt gehen und sagen, okay, da frage ich das Parlament. Und wenn das Parlament sagt, das ist uns zu viel Haftung, dann kann das Parlament sagen, wir fragen unsere Stadt, ob sie das wollen. Und somit hast du ja wieder mehr Demokratie. Also der Ansatz über Politikerhaftung und Enthaftung quasi in eine bessere und in eine größere direkte Demokratie einzusteigen. Das fand ich ganz spannend. Ne? Also diese Kontroversen sind dann da. Das ist dann schon auf jeden Fall da. Aber einig war man sich, wie gesagt, auf das Thema, dass man hier gesagt hat, Straßenprotest ist urdemokratisch, und es muss man auch zugeben, wenn man sich die letzten 3 Jahre mal anschaut, das ist nicht nur urdemokratisch, es ist urfriedlich, und es ist vor allen Dingen politisch. Ja. Straßenprotest ist politisch, du hast es eben selber so im Nebensatz angesprochen, der Straßenprotest sollte auch in die Parlamente eingehen. Christoph Berndt hat das zum Beispiel vorgemacht, als jemand, der auch von der Straße kommt und nun inzwischen der Fraktionsvorsitzende der AfD im Brandenburger Landtag ist. Du hast das vorgemacht. Wollt ihr Beispiele sein für den restlichen Straßenprotest überall in Deutschland? Du hast angesprochen, man könnte ja auch in die Kommunalparlamente gehen, aber da müsste man ja nicht Schluss machen. Man könnte ja auch weitergehen in andere Parlamente. Wie habt ihr das diskutiert? Naja, das ist vor allem die Bereitschaft. Also abgesehen davon, ich will kein Beispiel sein. Also ich werde in Schulklassen, der Landtag Brandenburg hat immer so Fragerunden quasi in den Schulen, da werden wir Politiker eingeladen, da kommt immer die Frage, haben Sie Vorbilder? Und da sage ich immer, um Gottes Willen, ich habe keine Vorbilder, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Das ist auch das, was ich jetzt auf dieses Beispielhaft sagen würde. Aber wenn ich da draußen bin und der Meinung bin, dass so, wie es jetzt läuft, das nicht richtig ist, oder wenn ich, selbst wenn ich mich nur hinsetze und sage, das mit dem Bürgergeld zum Beispiel, das halte ich für falsch, oder wenn ich sage, ich bin mit allem einverstanden, aber dieses Asylheim soll nicht bei mir um die Straße gebaut werden, dann muss ich politisch aktiv werden. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also mich zu Hause hinsetzen und sagen, es läuft alles falsch, ist halt der falsche Weg, weil damit ändert man nichts. Und das ist eben nicht so, dass wenn keiner was macht, dann ändert sich das nicht. Jeder Einzelne, der was macht, bringt was. Und da ist es wichtig, eine politische Sache zu machen. Ob das, und das war das Thema auch mit Christoph, ob das in einer Bürgerinitiative ist, ob das in einem Verein ist oder ob das auch gerne für die AfD auf sogenannten offenen, freien Listen in den Kommunalparlamenten ist, ob das, ich sag mal, in der Stadtverordnetenversammlung, in der Gemeindevertretung oder auch im Kreistag, als Nichtmitglied kann man ja antreten, dann, das ist dann von der Sache her egal. Aber ich sage, wenn man schon auf die Straße geht für wirklich große politische Ziele, dann hat man ja diesen Schritt eigentlich schon überwunden zu sagen, engagiere ich mich politisch. Und das war genau das Thema. Das war dann zum Ende, dass viele gesagt haben, ja, das stimmt schon. Wir gehen ja nicht nur raus, weil wir Frust haben, sondern eigentlich gehen wir raus, weil wir was ändern wollen. Und wir hätten gerne, dass sich was ändert. Und dann ist das ja schon der Weg zur Politik. Und dann muss man sich so engagieren. Wie immer man das engagiert. Und du hast recht, auch
man kann dann auch in den Landtag oder man kann auch in den Bundestag. Das ist ja alles machbar. Ne? Erklär die offenen, freien Listen ganz kurz. Wir haben ja im kommenden Jahr am 9. Juni, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle, die Kommunalwahlen hier in Brandenburg. Da wird die AfD, wir sagen es mal ganz offen, sie wird es nicht schaffen, überall flächendeckend anzutreten und tatsächlich für jede Möglichkeit in jeder Gemeindevertretung, in jeder Stadtverordnetenversammlung tatsächlich Kandidaten zu benennen. Weil einfach oftmals die Mitglieder gar nicht da sind, wenn wir ganz offen sind. Also braucht es offene, freie Listen? Braucht es Menschen aus der Bevölkerung, die sagen, ich bin zwar kein Mitglied in der AfD, aber ich möchte trotzdem für die AfD antreten? Wie kann sowas funktionieren? Das ist genau das Thema. Wir haben nächstes Jahr Kommunalwahl und ich glaube, für den Landtag haben wir genügend Leute, weil da alle hinwollen. Wir haben aber schon in den Kreistagen wird es schon schwierig und noch schwieriger wird es in Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretern. Beispiel, bei mir um die Ecke hier ist Stahnsdorf, da haben wir 2019 so viel Prozent bekommen, dass wir hätten 3 Leute reingekriegt und hatten aber nur eine. Das heißt, wir haben zwei Sitze verschenkt. Das ist das aus der persönlichen Erfahrung, lieber Lars, in der Stadtverordnetenversammlung Libus, in meiner kleinen Stadt haben wir für 2,5 Leute Stimmen geholt und hatten nur einen. Und das ist das Problem, da müssen wir dran arbeiten und da müssen wir Leute mit ins Boot holen. Und du sagst, da ist der Straßenprotest, das sind die idealen Kandidaten. Also hier bei uns in Seelow wird ja auch noch jeden Montag demonstriert. Was empfiehlst du denn auch Menschen überall im Land, die sagen, guck mal, da laufen jeden Montag noch Leute, soll ich da mal als AfDler, soll ich da mal hingehen und mit denen den Kontakt aufnehmen und denen überhaupt erstmal die Möglichkeit skizzieren, dass so etwas passieren kann, dass sie auch ohne Mitglied zu werden für uns politisch aktiv werden können? Also unbedingt. Also das ist die wichtigste Frage. Unbedingt hingehen. Für jeden, der bei uns in der AfD schon sowieso engagiert ist, geht bitte hin zu diesen Montagsprotesten oder zu den Sonnabends- oder Mittwochsprotesten. Das geht vor allen Dingen gar nicht darum, dass man sagt, wir verkaufen uns da unsere AfD, sondern es geht vor allen Dingen darum, um mit den Leuten zu reden. Was ist denn das Urdemokratischste, was es gibt, nämlich mit den Leuten sprechen und auf die Leute hören. Wir machen doch Politik für die Leute. So, und wenn man dann noch feststellt und sagt, Mensch, du guck mal, da sind 2, 3 Leute, die sind gar nicht so schlecht, die haben unter Umständen auch Interessen, dann unbedingt mitnehmen. Und das ist das Thema offene Listen. Wir könnten quasi für uns entscheiden und sagen, pass auf, in Lebus sagt der Kreisvorstand jetzt, okay, wir würden also für die Gemeindevertretergeschichten machen wir offene Listen. Das bedeutet, es gibt eine AfD-Liste, auf der auch Leute kandidieren können, die nicht Mitglied der AfD sind. Mhm. Das muss halt entschieden werden von dem Kreisvorstand und gerne auch vom Landesvorstand. Das ist relativ einfach. Da macht man einen Beschluss und dann können da Leute antreten. Das machen übrigens andere Parteien ja auch nicht anders. Hat den vollen Vorteil. Jetzt, ich sag mal, wir liegen in den Kommunalwahlen bei irgendwie 28,5%. Das bedeutet, wir sind in jedem Dorf in Brandenburg die stärkste Kraft. Und dann kommen wir nämlich auf einmal in eine Situation hinein. Da muss ich kurz ausholen, ein anderes Thema. Ich werde ja öfters gefragt und werde gefragt, wenn denn die AfD in Regierung ist, in Regierungsverantwortung ist, ist sie dann nicht auch der Gefahr ausgesetzt, dass sie genau den gleichen Scheiß macht wie die anderen? Und da muss ich den Leuten mal sagen, es gibt keine Garantien. Und ich sag mal, Parteien und auch Regierungen werden von Menschen gemacht und wo Menschen sind, da menschelt's. Ich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich mir das vorstelle, was da geht, aber wenn man es kontrollieren will, und jetzt kommen wir wieder da zurück, wenn man es kontrollieren will, dass die AfD nicht dahin rutscht wie andere Parteien, dann kann man sie nur kontrollieren. Und kontrollieren kann man sie von unten heraus, nämlich als Gemeindevertreter, als Kreistagsabgeordneter, als Stadtverordneter und dergleichen. Und auf einmal, jetzt stell dir vor, du sagst, du bist in Lebus ja in der Gemeindevertretung, jetzt stell dir vor, du bist der stärkste Kraft. Was man da alles machen kann. Da kann man schon eine ganze Menge erreichen. So ist das nicht. Und von der stärksten Kraft bis zum Bürgermeister ist es nicht mehr weit. Umso stärker wir sind, umso besser können wir auch zeigen, was wir tun. Das darf man auch nicht vergessen. In den Gemeinden und in den Gemeinde- und Stadtverwaltungen oder Stadtverordnetenvertretungen sieht man ja dann, hier ist die AfD, guck mal an, also von wegen rechtsradikal, guck mal, der Frier da, so rechtsradikal ist der gar nicht, der macht ja was. Ne? Also genau darum geht's. Wir können in diesen
kommunalen Geschichten zeigen, wer wir sind. Und die Leute, die auf der Straße sind, haben politische Ansichten, die sie ins Parlament bringen wollen. Wir können das bieten. Das ist das A und O. Das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation für uns, die wir noch nicht so genutzt haben, wie wir sie brauchen. Ja. Und da hat auf dem Podium bei eurer Diskussion im Brandenburger Landtag, da hat es Einigkeit gegeben in diesem Thema, oder gab es da auch durchaus differenzierte Meinungen? Den einen, der gesagt hat, naja, das kann ich mir vorstellen, der andere, der gesagt hat, nee, der Protest gehört auf die Straße und wir wollen nicht ins Parlament, oder wart ihr euch da wirklich einig? Erstaunlicherweise war man sich komplett einig. Also das hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht. Das hat er im Vorfeld überlegt, was sind die Argumente dagegen und was, ne, was kann man da machen? Und man war sich einig. Man war sich nicht einig, ob man unbedingt für die AfD antritt. Aber das ist in Ordnung. Da macht man eine Bürgerinitiative. Das wäre jetzt bei euch in Le Bus zum Beispiel. Da kann man die Montagsdemos machen, eine Bürgerinitiative. Und die Bürgerinitiative nennt sich Montags auf die Straße oder sowas, wie auch immer. Und die haben Forderungen und können dann antreten. So, ich glaube nur, dass sie natürlich, wenn sie dann antreten als Bürgerinitiative, weniger Stimmen bekommen als mit der AfD. Aber egal, das ist ja Wurst. Das muss man aber ganz deutlich sagen. Ne? Die Chancen sind definitiv besser. Und man kann ja fast schon das Versprechen abgeben, dass wenn sich die Umfragewerte bis zur Wahl im Juni für die AfD nicht dramatisch ändern, dann kann man ja Menschen tatsächlich die Perspektive aufzeigen nach dem Motto, wenn du für uns antrittst, dann bist du fast schon gesetzt. Genau. Du hast es eben gesagt, mit 28,x%, wie in den aktuellen Umfragen, werden wir in den meisten Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen, Kreistagen, werden wir die stärkste Kraft sein und werden dann Leute definitiv durchbringen können. Das ist ein Argument, das zieht. Zieht das auch auf der Straße? Ja, teils, teils. Also ganz viele Leute verstehen es, haben natürlich auch Ressentiments, also machen wir es nicht vor, die Straße lebt ja nicht nur von AfD, sondern die Straße lebt auch von Linken, von Grünen und dergleichen. Und ganz viele Linke und Grüne, die auf der Straße sind, sagen heute, Mensch, ich bin ja mehr AfD, als ich gedacht habe. Aber die Hürde dann so für die AfD anzutreten, ist dann manchmal noch schwierig. Aber es wird immer schlimmer und weil es immer schlimmer wird, sagen die Leute, also wenn wir es ändern wollen, geht es eben nur mit einer neuen Oppositionskraft, weil selbst eine CDU ist keine Opposition. Und das hat Höcke jetzt in einem Twitter ganz gut geschrieben. Wir haben in den letzten Jahren ganz viele Regierungen gesehen, aber keinen Machtwechsel. Und das hat er recht, das ist genau das Problem. Es gab ganz viele unterschiedliche Regierungen, die gar nicht so unterschiedlich waren, aber es gab nie einen Machtwechsel. Und das ist das, was man mit einer AfD machen kann. Das heißt, mit einer AfD kann man etwas verändern. Und wenn man natürlich zwar auf einer AfD-Liste antritt, aber nicht in der Partei ist, kann man ja auch nochmal einiges machen. Also ich glaube, die Angst muss man den Leuten nehmen. Und ich glaube, dass sie mit uns gemeinsam etwas verändern können. Oder, das kann man ja auch mal sagen, wir als AfD können mit der Straße gemeinsam etwas verändern. Also beides ist ja wichtig. Einmal die Straße, auf der Straße zu sein und auf der anderen Seite, dass die Straße mit uns gemeinsam im Parlament sitzt. Ich habe auch kein Problem, wenn Leute von der Straße zu den Linken oder zu den Grünen gehen, wobei ich kenne niemanden, der zu den Grünen gehen würde. Aber ich sag mal, ich will damit sagen, es ist wichtig, dass wenn man Proteste macht, dass man diese politische Arbeit, die man sowieso macht montags, dann auch ins Parlament trägt. Ne? Das ist den meisten bewusst. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist den meisten tatsächlich bewusst. Von der Straße ins Parlament, das ist ein Fazit, das man ziehen kann nach dem Auftakt der Potsdamer Gespräche, die wieder aufleben jetzt im Jahr 23 mit dieser ersten Runde, die sich damit beschäftigt hat, ob der Straßenprotest tatsächlich wirkt. Welches Fazit kann man, Lars Hünig, nach fast 3 Stunden, weil ihr habt ja da eine ganz ordentliche Mammutsitzung hingelegt, welches Fazit kann man nach 3 Stunden Diskussion in diesem doch sehr großen Kreis noch ziehen? Also Nummer 1, ganz klar, ist das Thema, dass Straßenprotest Politik ist. Und Straßenprotest bedeutet Politik. Politische Mitbestimmung geht nur, wenn man ins Parlament geht. Aber was noch war, was ich gar nicht gedacht hatte, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, sondern die Straßenprotestler haben eben ganz klar gefordert, diese Aufklärung zum Thema Corona ist entscheidend und ist ganz wichtig. Also das ist immer noch ein riesiges Thema, dass man sagt, die Aufklärung, auch was die Polizeigewalt angeht und, das ist nicht nur ein Thema, sondern es ist vor allem für die Leute wichtig. Ja? Also auch das ist alleine etwas, weswegen sie in die Politik gehen wird. Ja? Also die Aufklärung sehen Sie auch noch nicht als abgeschlossen an. Also auch nach dem zweiten Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag, zweiten Untersuchungsausschuss Corona, der mit der Legislaturperiode nächsten Herbst endet, da sagt die Straße, das war es noch nicht, da gibt es tatsächlich noch mehr aufzuklären.
Ja, das muss man ja auch bejahen. Haben Sie auch vollkommen recht. Das habe ja das, was ich immer gesagt habe. Wir in Brandenburg sind ja nur ein Reiskorn, was sich in Bewegung gesetzt hat. Und jetzt müssen wir gucken, dass dieses Reiskorn mehrere Reiskörner noch mitnimmt. Das haben wir jetzt mit Hessen, weil Hessen gesagt hat, sie würden gerne einen machen. Ich glaube, wir brauchen dringend Untersuchungsausschüsse auf Bundesebene und auf Europaebene. Also die Europaebene ist sogar meiner Ansicht nach noch wichtiger als die Bundesebene, weil man da die EMA und Pfizer noch mal extra untersuchen kann. Aber das ist nur ein Anfang. Also ich glaube, dass wir die nächsten 5 Jahre Minimum mit der Aufklärung zu tun haben. Und da werden wir noch ganz viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Ja. Denkst du da, wenn du an Aufklärung auf europäischer Ebene denkst, denkst du dann auch an die vermutlich neue, sehr starke AfD-Fraktion im nächsten EU-Parlament? Ja, ich denke vor allen Dingen an die, also natürlich ist die AfD da ein Knackpunkt, weil wir einen Untersuchungsausschuss in Deutschland haben. Aber ich glaube, die Erfolge der ganzen anderen Parteien, ja, ich sag mal, das wird ja immer gesagt, die Rechten haben einen Auftrieb. Ich würde das gar nicht rechts nennen, sondern ich würde sagen, die Vernunftbegabten haben einen Auftrieb. Und ich sag mal, die Realpolitiker wie wir, könnten unter Umständen in der nächsten EU eine relativ große Fraktion, das ist ja die ID-Fraktion, gründen. Und wenn man auch da, das braucht man ja wieder, wie gesagt, so ein Quorum, und meiner Ansicht nach liegt das da bei 23% oder 25%, das muss ich nochmal nachlesen. Das heißt, wir könnten mit Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich, Italien zusammen und Frankreich, könnten wir so einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das wäre natürlich ein Knaller, weil das eben dann auf Europa strahlt. Das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Also ich weiß, die Polen sind also unbedingt dabei, die Ungarn sind dabei, auch die Österreicher wollen unbedingt was machen. In Österreich ist ja sogar so, die FPÖ an sich ist ja so stark, dass sie eventuell nächstes Jahr den Kanzler stellt. Die sagen, dann setzen wir sofort den Untersuchungsausschuss ein auf österreichischer Ebene. Also da passiert zurzeit einiges, ne? Also die Aufklärungsarbeit in Sachen Corona steht weiterhin im Mittelpunkt der Straße und auch der Parlamente auf allen Ebenen, von der kommunalen bis hoch ins Europäische Parlament. Lars Hünig, das war der Auftakt, das war das Wiederbeleben der Potsdamer Gespräche. Du hast die Initiative dazu ergriffen. Wie könnte es weitergehen mit den Potsdamer Gesprächen? Habt ihr da schon eine Planung? Nee, ich wollte eigentlich im Dezember was machen, das geht aber leider Gottes schief, nicht weil wir nicht wollen, sondern weil am 21. Dezember ist nochmal Untersuchungsausschuss, am 15. Dezember ist der letzte Plenartag und dann ist mehr oder weniger alles vorbei. Also da hat man, das ist schlecht zu organisieren, leider Gottes im Landtag. Wir würden also im Januar was machen, da sind wir noch an der Terminfindung. Also was mich viel mehr interessieren würde, ist, wir sind für alles offen, welches Thema würde denn die Zuhörer interessieren? Das wäre was mich interessieren würde. Wir machen alles gerne, ist kein Problem. Ich hatte überlegt, was mit Landwirtschaft zu machen. Mhm. Ich glaube, dass das Thema Migration etwas ist, was ein größeres Problem darstellt. Also ich kann mir alles vorstellen, aber gerne. Das ist vielleicht eine Aufforderung an die Zuhörer. Welche politischen Themen würden euch interessieren in einer Podiumsdiskussion, wo ihr gerne mitreden könnt? Wunderbar. Und das geben wir gleich als Aufforderung an die Hörer der Blauen Runde weiter. Welches Thema? Migration, Energiepolitik. Es gibt so viel, was da momentan auf dem Tablett liegt und bloß aufgehoben werden muss. Über welches Thema würden Sie gerne mit Politikern, aber auch Menschen außerhalb des politischen Spektrums bei uns in der Brandenburger AfD-Fraktion im kommenden Januar diskutieren? Schreiben Sie Lars Hünig. Wir verlinken deine E-Mail-Adresse einfach in der Beschreibung dieses Podcasts. Sie klicken drauf und schreiben uns einfach ein Stichwort und gern noch 2, 3 Sätze zu sich selbst dazu. Und dann laden wir Sie natürlich auch gerne ein zu dieser Veranstaltung. Wir verlinken noch was mit deinem freundlichen Einverständnis. Es gab einen Livestream der Veranstaltung, lieber Lars Hünig. Da ist der Ton nicht perfekt. Aber wer sich das Ganze nochmal angucken möchte, der kann das gerne bei YouTube tun. Und mit deinem freundlichen Einverständnis verlinken wir auch dieses Video. Ah, sehr gerne. Soweit ich weiß, kommt aber auch nochmal was von der Fraktion, aber gerne den Livestream verlinken, ja. Alles klar. Und wenn es dann entsprechend von der Fraktion noch ein Video darüber gibt, wir haben Platz, da passt auch noch ein dritter Link hin, dann nehmen wir das noch mit dazu. Das war Lars Hünig, der die Potsdamer Gespräche wieder hat aufleben lassen mit einer offensichtlich sehr lebendigen Diskussion zum Thema, was bringt der Protest auf der Straße mit Menschen, die aus dem Protest kamen, die aber auch aus der Politik kamen und die durchaus kontrovers diskutiert haben, aber alle einer Meinung sind, man muss was machen, man muss da raus
losgehen und man muss sich politisch engagieren, damit es in unserem Land sich zum Besseren wendet. Denn, das war ein ganz wichtiger Satz von dir, Lars, was du vorhin gesagt hast, du hast dann Höcke zitiert, der gesagt hat, es gab viele Regierungen, eine hat mehr versagt als die andere, aber es hat niemals einen Machtwechsel gegeben und die Chance auf diesen Machtwechsel, den gibt es zumindest in den ostdeutschen Ländern im kommenden Jahr. Wir machen den Probelauf am 9. Juni zur Kommunalwahl und dann im Herbst des kommenden Jahres im September wählen wir neue Landtage und dann schauen wir mal, ob das mit dem Machtwechsel tatsächlich funktioniert und gut klappt. Danke bis hierhin. Lars Hünig war das, der uns heute in der blauen Runde Rede und Antwort gestanden hat. Ja, lieber Detlef, ein Dank an dich. Zum Schluss noch ein Dank an alle Spaziergänger, egal wo in Deutschland, die montags oder wann immer auf die Straße gehen. Ich bin froh, dass es euch gibt, egal zu welchem Thema, selbst wenn ihr für Klimawandel auf die Straße geht, es ist egal, bleibt aber alle friedlich, bleibt vor allen Dingen kritisch, das ist entscheidend. Und wenn ihr auf die Straße geht, macht ihr sowieso Politik. Und wenn Sie es dann alles noch ein bisschen vertiefen wollen, dann machen Sie uns an. Alle paar Tage sind wir mit einem neuen Podcast da. So geht Informieren mit der Blauen Runde, dem Podcast der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg. Ich bin Detlef Friehe. Herzlichen Dank für heute und bis demnächst. Tschüss. Die Blaue Runde. Wir informieren Brandenburg. Aktuell. Sofort abonnieren und keine Folge verpassen.